Moin moin, Jottentag und Hallole. Ich grüße euch, ihr Bibliothekare. Ja, ihr seht schon, wir sind hier in der großen Buchsammlung von der Sandsteinarena, beziehungsweise ja, der Hälfte von dem wichtigsten Teil der Sandsteinarena. Naja, stimmt ja eigentlich auch nicht so ganz. Naja, sagen wir mal hier im theoretischen Bereich der Sandsteinarena. Denn wir hatten ja vor einer gefühlten Ewigkeit ja mal hier die Bücherregale reingesetzt, damit wir sehen können, ups, da ist ein kleines Fehlerchen unterlaufen, dass wir dann sehen konnten, wie die Bücherregale angeordnet werden könnten oder auch sollten. Und wir hatten es ja dann hier mit diesen gefärbten Beton ist es, glaube ich, dann markiert die einzelnen Bereiche von den Elementgruppen, könnte man sagen. Aber das war eigentlich ja nur eine Behelfsmarkierung, denn eigentlich hatte ich es mir vorgestellt, und ich glaube, das habe ich hier sogar noch im Nebengang drin, dass die einzelnen, genau hier, dass die einzelnen Bücherregale dann mit entsprechenden Farben umrahmt sind und es somit dann angezeigt wird, in welche Richtung es geht. Also hier ist blau, hier sind hauptsächlich Wasserzauber, hier sind dann hauptsächlich Feuerzauber, hier sind hauptsächlich Erdzauber und so weiter. Und ja, das hatte ich jetzt einfach mal symbolisch, ja, exemplarisch aufgebaut, ohne auf die genaue Proportionierung zu achten. Hört sich vielleicht komisch an, aber ihr werdet es gleich wissen oder erfahren, was ich damit meine. Denn in der Gesellschaft der Geweckten gibt es, könnte man sagen, einen gewissen Part oder einen gewissen Prozentsatz, die jetzt zum Beispiel dem Element Luft geweiht sind. Also die haben dann eine besondere besonderes Talent für Luftzauber, so rum. Und das gleiche gilt dann halt eben auch für Wasser, Erde, Feuer, Luft, Magie, Luft habe ich jetzt doppelt, naja, für alle Talentarten so gesehen, für alle Elemente. Und ja, es ist so, dass ungefähr 23% der Gesellschaft sind dann jetzt zum Beispiel dem Element Erde geweiht, so rum. Und ungefähr 8% sind dem Element Magie geweiht. Ne? Also um jetzt mal so ein grobes Gefühl dafür zu bekommen. Und ja, da ist es jetzt nun so, dass ich das hier ausgerechnet habe und hier auf 5 solcher Bücherregale, das sind 5 Bücherregale, ja, 5 Reihen von Bücherregalen, das sind 210 einzelne Bücherregale gewesen. Und ja, wenn ihr das jetzt da unten die Zahlen mal zusammenrechnet, dann werdet ihr herausfinden, dass das auch auf 210 rauskommt. Ich habe es ein klein wenig, anpassen müssen, weil eigentlich wäre da jetzt halt eben eine sehr krumme Zahl rausgekommen. Aber sehr krumme Zahlen mag ich nicht so besonders. Besonders nicht, wenn es hier um irgendwelche Bücherregale geht. Weil, ja, da sollten wir doch relativ gerade Zahlen haben. Weil wir können hier jetzt nicht irgendwie ein Drittel Buchregal hinmachen oder so ähnlich. Das funktioniert nicht. Deswegen habe ich jetzt einfach mal rotzfrech, wie ich bin, die Basiselemente halt eben abgerundet und das Magieelement ein bisschen aufgerundet. Denn rein von der Theorie her, und ich glaube, jetzt passt was nicht, oder? Moment mal. Wir haben hier 2 Reihen Buch, 2 Reihen frei.
Zwei Reihen Buch, zwei. Ah, das hier ist falsch. Dann habe ich den hier aus Versehen falsch gesetzt. Dann müsste ich den jetzt irgendwie abbauen. Kann ich den abbauen und kriege den dann wieder? Ich hoffe es. Okay, habe ich bekommen. Sehr gut. Was war's? Achso, den Magiegeweihten, könnte man sagen, habe ich jetzt einfach mal ein Regal mehr oder ein bisschen mehr Regale zugewiesen, könnte man sagen, weil, so rein von der Theorie her und logisch betrachtet, diejenigen, die einen Meistertitel erwerben, die könnten ja vielleicht auch etwas eher dem Element der Magie geweiht sein oder geweiht werden. Also von dem her wäre es gar nicht so abwegig, dass da ein paar mehr Magiegeweihte gibt, hätte ich jetzt gesagt. Und dementsprechend würde ich dann... Moment, passt das? Ne, da wären wir jetzt im Gang, dann müssten wir das so machen. Genau. Dementsprechend habe ich es, wie gesagt, ein bisschen auf- bzw. abgerundet. Und jetzt passt hier schon wieder was nicht, denke ich mal. Das genau, hier habe ich wieder einen ein bisschen zu nah dran. Ach ja, aber das kriegen wir ja zum Glück noch geändert. Genau, und ja, eigentlich, es ist hier bunt gemischt, könnte man sagen. Einziger Knackpunkt, wir können es jetzt nicht einfach so bunt gemischt hier machen und ich kann jetzt auch nicht einfach fliegen, weil ansonsten passen die Proportionen nicht, weil im Kreativmodus verbrauchen wir ja keine Bücherregale, egal ob es jetzt die selbstgemachten sind oder andere, ne? Von dem her ist es eigentlich zwingend notwendig, dass wir hier das im Überlebensmodus einfach mal so reinsetzen, um dann auch den genauen Verbrauch ja, im Blick zu haben, könnte man sagen. Und ja, dass wir das hier auch nach Möglichkeit schön bunt zusammenwürfeln. Und wenn wir hier alles verbraucht haben, dann müssten wir eigentlich auf die ja, angegebene Zahl, könnte man sagen, schon fast seitdem kommen. Und müssten ja alles, was ich gerade vorhin abgerissen habe, wieder aufgebaut haben. Theoretisch. Ich hoffe, das klappt auch so. Wir werden es ja dann gleich sehen. So, ich versuche das jetzt hier wirklich einfach mal bunt gemischt hier irgendwie reinzubringen. Aber ich glaube, ich muss da wirklich aufpassen, dass ich nicht aus Versehen was wollte ich gerade sagen? Also aus Versehen zu viel Gleiches nebeneinander macht. Und ja, hier wären wir theoretisch schon fast bei dem aus Versehen zu viel Gleiches. Weil der hier ist im Gang drin. Den müsste ich abbauen. Genau. Den müsste ich dann im Endeffekt hier so drüber bauen. Weil ich habe diese den farbigen Beton habe ich natürlich ausgetauscht. Auch gegen Bücherregale und so kamen wir dann auf die genannten 210 Bücherregale. Und ja, ich will echt hoffen, dass das halt eben irgendwie so klappt. Also es wäre schon cool. Ich bin mir halt eben noch nicht ganz sicher, ob das dann auch so passt. Aber ja gut, okay, wir werden es ja sehen. Ich werde euch jetzt nicht hier bei den ganzen Aufstellen dieser Bücherregale dann hier mitnehmen und mit dabei haben, weil das wäre ja dann, glaube ich, ein bisschen was zu langweiliges. Aber jetzt so das eine Mal würde ich es halt eben schon gerne machen, damit ihr dann mal seht,
wie wir das dann hier so zusammengestalten. Genau. Es dürfen auch mal zwei gleiche nebeneinander sein, aber es sollte nicht zu oft passieren. Ja, weil, wie schon erwähnt, es wäre wohl viel zu eintönig, wenn wir das jetzt dann so alles so zusammen machen. Das wäre, glaube ich, selbst für eine Stream-Aufgabe dann ein bisschen zu langatmig. Aber naja, gut, okay, kriegen wir hin, denke ich mal. Nein, da ist schon blau, da möchte ich kein neues Blau hin. Machen wir hier einfach mal ein Rot hin und ein Grün oben drauf. Genau. Ja, was gibt es denn hier noch so grob zu erzählen von der besonderen Bücherei? Könnte man sagen, naja, ist eine Bücherei? Eigentlich schon, aber irgendwie auch nicht. Was ist denn die genaue Definition einer Bücherei? Dass man da Bücher ausleihen kann, darf, oder dass das wirklich mehr so ein eine Sammlung von Büchern ist. Das könnte es vielleicht ein bisschen eher treffen, schätze ich mal, oder? Ja, da hatte ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlau drüber gemacht vorher. Aber man kann ja nicht immer alles wissen und vielleicht könnt ihr mir da ja auch ein bisschen helfen. Könnt ihr mal eure Definition von Bücherei bzw. Bibliothek oder sowas reinschreiben? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Was denkt ihr, wäre was am nächsten, treffendsten, passendsten? Ja, also das wäre sicherlich mal interessant zu wissen oder zu erfahren. Was sollen wir jetzt hier noch machen? Ja, ein bisschen rot vielleicht. Dann Yelp. Okay, jetzt haben wir ja ziemlich viel Gelb. Aber dann machen wir einfach hier zwei Grüne rein. Genau. Ich bin mal echt gespannt, wie das jetzt dann passt oder wirkt mit den, sagen wir mal, richtigen Proportionen zueinander. Weil ich hatte das ja beim letzten Mal einfach nur so irgendwie aus dem Bauch raus zusammengestückelt und jetzt habe ich es ja wirklich ausgerechnet, wie es sein soll. Wird sicherlich interessant werden. So, halt nicht von den Magieregalen haben wir jetzt nicht mehr so viele. Mir kommt gerade auch noch die Idee, theoretisch könnten wir ja auch diese Bücherregale ja dann kopieren und einfügen. Ich glaube, das wäre auch eine Idee. Aber ich glaube, da müsste man immer die einzelnen Streifen kopieren und einfügen. Weil ansonsten haben wir überall exakt das gleiche Muster und das wäre ja, hätte ich jetzt einfach mal gesagt, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, wäre es das wäre nicht so dolle, hätte ich jetzt einfach mal behauptet, aber naja, gut, okay, es ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache. So, machen wir hier noch mal so einen rein. Jetzt haben wir nur noch drei Stück davon. Von Wasser haben wir noch recht viel. Sollten wir jetzt mal vielleicht ein bisschen mehr von den Wasserbüchern hier verteilen. Na, rot noch ein bisschen. Ich lasse jetzt gerade absichtlich das hier frei, weil ich glaube bzw. befürchte, das war vorhin beim Zählen nicht dabei gewesen. Und das wäre dann höchst unpassend. Aber schauen wir mal, dann wird man sehen. Das gleiche gilt jetzt halt eben auch für hier, weil wenn ich mit WorldEdit etwas anvisiere,
auswähle. So, auswähle. Anvisieren hört sich so gewalttätig an. Dann ist es so, dass das ja nur im quadratischen Bereich nimmt oder halt eben so eine Quaderform. Ein Viereck, Rechteck, eine Schachtel, genau, eine Schachtel. Sagen wir einfach, nimmt dann so eine Schachtelform an. Und ja, deswegen befürchte ich mal ganz stark, dass wir ihr wart ja vorhin nicht dabei, dass ich da irgendwie einen kleinen Fehler gemacht habe und deswegen vielleicht ein bisschen zu wenig ausgewählt habe. Das wäre natürlich im höchsten Sinne blöd und unpassend. Aber was soll man machen? Man kann ja leider nicht immer alles irgendwie auf Anhieb perfekt irgendwie hinbekommen, oder? Also manche Leute, die sich vielleicht ein paar mehr Gedanken machen, schon. Aber ich mache halt eben viel aus dem Bauch heraus. Von dem her, verzeiht's mir, wenn da sich Fehler einschleichen. Jetzt haben wir immer noch so viele Wasserbücher, meine Güte. Ich war doch zwischendurch nicht im Kreativmodus, oder? Aber, kriegen wir hin. So, jetzt haben wir da ein feuriges Tee. Das haben wir auch ausgefüllt. Genau, hier fehlt noch ein bisschen was. Und so und... Nee, Moment mal. Da, rot. Genau. Und nochmal grün machen wir noch nicht rein. Aber jetzt haben wir doch zweimal blau. Gut, dann machen wir da blau hin. Und da oben und dahin. Und dann nehmen wir gelb. Das setzen wir dahin. Ja, es ist dann schon ein bisschen kurios, wenn ich hier irgendwie so laut nachdenke, was wohin gehört. Und ich habe gerade echt die Zweifel, dass ich das richtig ausgewählt habe. Eieieiei, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Aber, können wir jetzt dann leider auch nicht so wirklich ändern. Da muss ich wohl nochmal genauer nachschauen, was ich hier jetzt ausgerechnet habe oder ausgetestet habe, könnte man sagen. Zack. Okay. Da stimmt irgendetwas ganz und gar nicht, weil es fehlen jetzt Bücher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hier ist voll. Ja, da ist voll. Hier ist auch voll, abgesehen von der Extralinie da hinten. Und abgesehen von der Linie. Okay. Das ist jetzt aber richtig blöd. Das ist jetzt super blöd, dass da so viele Bücherregale fehlen. Da habe ich mich doch echt extremst verkalkuliert. Aber wenigstens können wir jetzt mal bei zwei solchen Bücherregalen, großen Bücherregalen, genau, oder Bücherwänden, genau, so mal genauer angucken. Also es sieht ein bisschen knallig aus. Aber ich glaube, das liegt eher daran, dass wir hier den farbigen Beton genommen haben. Weil der halt eben doch eine sehr kräftige Farbe ist. Aber das hatte ich ja schon beim Erstellen von diesen Bücherregalen ja gesagt, dass das ja doch ein bisschen arg kräftig ist. Oder hatte ich da Keramik genommen? Weil es wirkt ein bisschen, wie wenn da Struktur drin wäre. Moment mal. Das müssen wir uns jetzt gleich mal angucken. Keramik. Das war Wolle. Nein, Wolle wollen wir nicht. Hier, Keramik, genau. Nehmen wir jetzt einfach mal die rote Keramik und klatschen sie hier dran und
Nee. Nee, gar nicht. Das kann nicht Keramik gewesen sein. Das sieht man voll den kräftigen Farbunterschied. Ich möchte mal gerade mal was ausprobieren. Wie würde denn Wolle wirken? Da hätte man dann diesen franzigen Rand ein bisschen. Ich glaube, das wäre auch nicht so toll. Ich glaube, dann hätten wir wirklich den Beton gehabt. Da, Beton, genau. Und ja. Ja, das ist der. Wenn ich nicht mit der Maus drüber gehe, dann seht ihr, es ist der glitzegleiche Übergang. Beton. Soll man das vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen umändern in die Keramik, damit es dann nicht ganz so uff wirkt, die Farben. Weil es soll schon deutlich gekennzeichnet sein, aber es soll ja auch nicht einen erschlagen. Das ist jetzt dann die große Frage. Ich glaube, ich sollte da bis zum nächsten Mal noch ein bisschen was rumprobieren. Also, dass wir dann vielleicht die Bücherregale ein bisschen anders markieren. Dass das vielleicht nicht ganz so erschlagend wirkt. Ja, ich glaube, das werde ich hier fürs nächste Mal machen. Ich habe hier immer noch den Grundaufbau von dem angefressenen Bücherregal, könnte man sagen. So, da seht ihr, hier fehlen die Leisten. Und da kann ich dann mit Keramik, das ich dann abbaue, mit einer Schüssel, die ich jetzt gerade nicht zur Hand habe. Genau, so und so. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall in den Überlebensmodus gehen. Zack, dass wir wenigstens einen Schüssel bekommen. Und dann können wir den hier so dran setzen. Machen wir jetzt einfach mal nur eine Seite. Und setzen das jetzt einfach mal direkt gegenüber von so einem Beton, also mit Beton kreierten Bücherregal. Dann haben wir den direkten Farbvergleich. Ich da weg. Oh, Moment mal, da unten müssen wir ja auch noch was dran setzen. Weil ansonsten wirkt das nicht vollständig. Und wir wollen, brauchen es ja vollständig. So, jetzt haben wir es und Bücherregal mit rotem Rand, genau. Und ich setze jetzt einfach mal oben drauf. Und nehme jetzt einfach mal so die Truhe in die Hand und ich glaube, das sollte man wirklich so ein bisschen umändern, oder? Achso, haha. Also es ist zwar nicht viel, aber schon ein bisschen was und ja, es wirkt nicht ganz so erschlagend, finde ich. Ja, ich glaube, das sollten wir wirklich so machen, weil andere Blöcke in diesen Farbtönen, also in den 5 Farbtönen, die wir brauchen, haben wir ja nicht wirklich, weil wir könnten theoretisch auch Glas nehmen. Aber wenn wir Glas nehmen und dann so am Rand, und es hat diesen schwarzen Rand, dann haben wir hauptsächlich Schwarz da drin. Das ist dann nicht im Sinne des Erfinders. So, machen wir das mal so. Ich kann es ja gerne mal irgendwie vormachen und zeigen. Rotes Glas, genau. Wir sind schon ein bisschen drüber, aber ich möchte es euch gerne noch zeigen, weil schaut, wir haben einfach das Muster von dem roten Glas, was da am Rand dran ist. Und das wirkt nicht so gut, hätte ich gesagt. Und mit Wolle hätten wir ja dann auch diesen kringeligen Rand. Wobei, wenn wir das von
allen Farben haben, dann könnte das ja vielleicht sogar schon fast wieder gut aussehen, oder? Schauen wir mal. Blau. Gelb. Ja, alle haben diesen etwas kringeligen Rand. Probieren wir es mal noch aus mit Wolle, Keramik, Glas, Wolle. Zum Tidum-Tidum. Nehmen wir jetzt einfach mal halt diese Seite hier oben. Zack, 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 zack. Wobei, so schlecht sieht es ja dann auch nicht aus. Das jetzt so in Relation zu Keramik. Warte mal, wir müssen hier nochmal. Achso, nee, das hätten wir jetzt gar nicht gebraucht. Wir müssen hier einfach nur das da hier einfach mal wegmachen. Und dann können wir da die Wolle reinsetzen und dann haben wir einen etwas besseren Vergleich zueinander. Oh, die Farbe ist kräftiger als das Keramik. Oder? Nee, nicht wirklich, nicht wirklich. Das war jetzt nur so auf den ersten Blick. Ist unterm Strich ein Stück weit dunkler als die Keramik. Aber mehr eigentlich auch nicht. Farbton her könnte ungefähr gleich sein. Ich glaube, dann sollte ich das wohl doch eher mit Wolle machen. Oder ihr schreibt es mal einfach runter in die Kommentare. Was findet ihr, sieht besser aus? Beton, Keramik oder Wolle? Beton haben wir hier oben, Keramik hier dazwischen und Wolle hier an der Seite. Ja, dann würde ich da erstmal die Abstimmung etwas abwarten und dann dementsprechend mit diesen mit dem Ergebnis diese geschisselten Bücherregale dann verwenden. Dann machen wir das so. Dann sollte ich mir jetzt für nächste Woche aber eine neue Aufgabe ausdenken. Kein Problem. Krieg mal hin. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht das Beste draus. Und denkt immer dran. Oref Metra Sinar Atren Miral.